Der nicht gewusst hätte, okay, ich bin aber mal dermaßen im Spätherbst meiner Karriere. Ich will diese Gelegenheit nutzen, mit diesem Top-Kader nochmal die beste Saison aller Zeiten meiner Karriere hinzulegen. Ich glaube, Heinkes hätte sich das sonst nicht gefallen lassen. Und es ist ja auch offensichtlich angesprochen worden, denn in der Rückrunde war Sammer dann beim Training oben auf dem Balkon und nicht mehr unten auf dem Rasen. Und da hat sich ja schon was getan und ich glaube, er wird sich dort jetzt noch weiter zurückziehen, weil damit würde man natürlich die Position von Guardiola erstmal schwächen, wenn permanent der Sportvorstand im Nacken des Trainers hängt. Absolut. Ist das Tiki-Taka? Ja, also wenn sie ganz kurz und schnell spielen und dann auf diesem kurz geschorenen, gewässerten Rasen schnelle Passfolgen spielen, dann ist das Tiki-Taka. Ja, das Wort, das Pep Guardiola nicht so gerne hört. Ja, ich würde bei euch erstmal sagen, das ist jetzt erstmal ein ganz normales Spielchen. Ja, ich denke aber schon, dass sie spielen. Das können wir mal drauf schauen. Sobald einer dreimal den Ball berührt, dann geht's an die andere Mannschaft. Ich möchte aber noch was zur Entschuldigung von Matthias Sammer vielleicht noch anfügen. Der hat natürlich damals auch seinen Posten und seine Situation erstmal gesucht. Der musste erstmal seinen Platz finden beim FC Bayern München und deswegen ist er wahrscheinlich auch so nah ran gerückt. Ich glaube, er sollte auch so nah ran. Das war, glaube ich, durchaus ein Auftrag von Uli Hoeneß, weil genau diese letzten 5% an Erfolgshunger und Ehrgeiz in dieser dreifachen Vize-Saison gefehlt haben. Und genau deswegen wurde er ja auch installiert und als Sportvorstand auch so nah an die Mannschaft platziert. Und es ist immer schwer, das jetzt in Prozenten auszudrücken und wie und was, aber es ist doch erstaunlich, dass die Bayern genau das so entwickeln, diesen Ehrgeiz, dieses Nicht-Nachlassen in der ersten Saison, wo Matthias Sammer dieser absolut Ehrgeiz zerfressen, und ich meine das nicht negativ, es ist ein Spiel, wo man Titel gewinnen will. Einer, der unglaublich erfolgsbesessen ist, dass es dann auf einmal so mit dem Knoten aufgeht. Also ich bin mir sicher, dass Matthias Sammer da einen großen, großen Anteil hatte. Bin ich auch überzeugt davon, ja. Und die beiden werden sich jetzt natürlich finden müssen. Aber ich glaube, die wissen beide so viel über Fußball. Die müssen oft eher dann wahrscheinlich um 3 oder 4 Uhr nachts mal auf die Uhr schauen. Und ey, jetzt lass uns mal aufhören hier über den Ball und irgendwelche anderen Mannschaften zu reden und über unsere Aussichten und über Fußball allgemein und die Vergangenheit. Ich glaube, die muss man ab und zu mal trennen, aktiv. Naja, das sind beides Fußballbesessene und sind versessen in Kleinstarbeit. Und man ist ja auch immer, man hört ja auch immer wieder von Guardiola, dass er stundenlang, nächtelang da sitzt und sich Videoaufzeichnungen von Spielern, von Spielen anguckt. Dass er also auf jedes kleinste Detail achtet, eine gleiche Länge haben. Es ist jedenfalls vom Verein keine Endzeit ausgegeben worden, dass gesagt wird, wir machen heute 90 Minuten und dann ist auch wirklich Schluss oder 75. Nee, also das ist Open End, solange er noch Lust hat zu parlieren, solange geht es ja auch nicht. Ich bin auch gespannt, Uwe, Boateng, wird der vielleicht mal wieder auf der Außenverteidigerposition eingesetzt oder bleibt er immer Innenverteidiger hundertprozentig? Also ja von der Art und Weise, wie Guardiola Fußball spielen lassen will, kann ich mir Boateng... Bayern überhaupt noch verbessern kann, dann durch einen Weltklasse-Innenverteidiger, finde ich. Also soll man die Abwehr noch verstärken, sagt Dennis nur. Das ist so eine Geschichte. Ja, mein Van Beuten, Boateng, Dante ist für mich in der Zwischenzeit ein Weltklasse-Innenverteidiger. Ja, aber da haben wir nur drei Leute für zwei Positionen und... Wer weiß es. Sollte sich Dante mal verletzen, der momentan sicherlich die Nummer 1 im Ranking unter den defensiven zentralen Leuten ist. Dann kommt Kirchhoff. Dann kann man, genau, Kirchhoff, unbekannte Größe. Man kann Martinez noch zurückziehen, aber das ist eigentlich nicht das, was einen Champions-League-Sieger ausmacht. Nee. Also ich glaube, da werden sie noch was tun und sie werden, glaube ich, wirklich mit einem richtigen Namen noch um die Ecke kommen. Mittelfeld und Offensive und Sturm, da glaube ich,
kannst du nichts mehr verbessern. Lewandowski nächstes Jahr wahrscheinlich, ja. Aber das ist wohl das Problem, wenn Gomez verkauft wird und man Lewandowski für die Saison 2014 sicher hat, dann parkt man ja nicht einen Stürmer irgendwo. Also eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass sie einen noch gebrauchen könnten, aber das müssen sie natürlich nicht mit einem, wir haben Götze angesprochen, wir haben einen Müller, der auch mal vorne drin spielen kann, wenn es irgendwo mit Verletzungen und Sperren mal eng